Wir gehen davon aus, dass wir es nach dem Rekordjahr 2011, 2012 mit einem neuen Rekordjahr zu tun haben. Wir gehen aber von einem moderaten Anstieg aus. Ich glaube, er könnte sich so bewegen zwischen +4 bis +8%. Also kein Grund auf der einen Seite für Schreckensmeldungen, aber ein Signal, wir haben mit dem Ausbau unserer Kapazitäten wirklich auch richtig gelegen, das richtige Angebot gemacht. Wir hatten im letzten Jahr mit dem starken Aufwuchs die Marke von über 20.000 neuen Anfängerplätzen, die wir benötigt haben, überschritten. Und jetzt haben wir in diesem Jahr auf 22.500 erweitert. Und das bedeutet, wir gehen davon aus, dass wir mit dem Angebot, das wir hier vorhalten, auch wirklich die Nachfrage treffen. Bei einer 4%igen Steigerung wären das dann in absoluten Zahlen in Baden-Württemberg über 80.000 Studienanfänger. Es gibt das Versprechen und das, was wir uns vorgenommen haben, den Studierenden dieses doppelten Abiturjahrgangs eine faire Zugangschance zu geben. Dieses können wir halten. Dass der Anstieg so moderat ist, hat sicher auch wiederum mit einer Vorsichtsreaktion zu tun, dass dann doch ein relevanter Anteil der jungen Menschen nochmal ein Jahr soziales Praktikum macht oder Bufti-Jahr einlegt oder was auch immer. Wir haben erstens verschiedene Programme aufgelegt, um die Qualität zu sichern, die Qualität im Studium zu sichern, weil wir davon ausgehen, dass viele Studierende nicht nur sozusagen ein quantitatives Problem sind, sondern sie sind ja auch eine Herausforderung für die Hochschulen, die richtige Qualität zu liefern. Wir haben deswegen 3 Förderlinien zur Verbesserung der Qualität im Studium aufgelegt. Wir investieren dafür insgesamt 16 Millionen Euro über mehrere Jahre hinweg. Das erste Modell ist das Modell Studienmodelle mit individuellen Geschwindigkeiten. Es geht also darum, Vorschaltphasen, Stützkurse, zusätzliche Angebote einzubauen, aber auch die Möglichkeit, ein Bachelorstudium länger, in einer längeren Periode zu absolvieren, wenn man diese Zeit braucht. Das zweite Programm ist Willkommen in der Wissenschaft, ausgestattet mit 6 Millionen. 23 Standorte in Baden-Württemberg beteiligen sich daran und machen zusätzliche innovative Angebote, um die Studieneinstiegsphase zu verbessern, den Studierenden neue, mehr Möglichkeiten zu geben, sich in die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens einzufinden, mit ihren Berufsperspektiven der Frage, warum und wie studiere ich und wie komme ich zum Erfolg. Die dritte Linie ist die Förderung von Zentren für Beratung. Dafür investieren wir 5 Millionen an 21 Hochschulen in Baden-Württemberg, weil wir uns sicher sind, dass eine intensive und gute, ganzheitlich konzipierte Beratung für die Hochschulen wichtig ist, nicht die vielen Einzelangebote, die auch nebeneinander existieren. Wir haben auch aufgrund der steigenden Anfragen und Bewerber, des Bewerberverhaltens uns entschieden, den Masterausbau, der gebraucht werden wird, im nächsten Doppelhaushalt und im nächsten Jahr anzugehen. Wir werden das Masterausbauprogramm 2016 sofort starten, in 2 Stufen zusätzliche Masterplätze schaffen. Darüber hinaus haben wir unsere Anstrengungen verstärkt im Bereich des Wohnheimbaus. Wir haben die Studentenwerke mit 4,5 Millionen besser ausgestattet und mit den Studentenwerken zusammen daran gearbeitet, dass die Investitionsmittel verstärkt für studentisches Wohnen eingesetzt werden. Und ich freue mich sehr, dass wir vor kurzem die Rückmeldung erhalten haben, dass Baden-Württemberg Spitze ist beim Bau von Studentenwohnheimen bundesweit. Wir haben rund 3.500 im Bau befindliche oder in den nächsten beiden Jahren konkret geplante zusätzliche Plätze. Damit stellen wir in Baden-Württemberg nahezu ein Drittel der gesamten Aufbaukapazitäten in Deutschland. Wir haben ein Raumprogramm aufgelegt, zusammen mit unseren Hochschulen. Das zieht sich über den Zeitraum 2012 bis 2017, um zusätzliche Investitionen in Ertüchtigung von Neubauten, in Erweiterungen, in Anmietungen, in Erstausstattungen zu geben. Das ist also ein Programm jenseits des üblichen auch an Bauprogramms und Sanierungsprogramms, das ja im MFW angesiedelt ist von der Zuständigkeit. Dieses Programm hier wird wirklich in enger Kooperation
gemeinsam mit den Universitäten, Hochschulen zusätzlich aufgebracht. In dem Zeitraum bis 2017 stehen hier rund 182 Millionen zur Verfügung für diese Ertüchtigungs- und Erweiterungsmaßnahmen, die direkt der Qualität der Lehre zugutekommen sollen.